Ich versuche nochmal. Vielleicht jetzt. Nee. Nee, geht nichts mehr. So, gesperrt. Kühlmittel. Ah, guck mal. Ah, jetzt kann man das nochmal machen, was du da getan hast. Ich hoffe doch. Weil da stand irgendwas mit Kühlmittel. So, greifen wir nochmal drauf zu. Nee, da war nur das System. Vielleicht müssen wir noch eine. Ach, guck mal hier. Ah, dafür brauchen wir noch so einen Zylinder, glaube ich, dann, ne? Ja, den müssen wir wahrscheinlich erst irgendwo her. Mr. Zylinder. Da zum Beispiel. Ja, nehmen wir den doch mal direkt. Ach, oder auch nicht? Nee. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Ich bin ja für einheitliche Steuerung in allen Spielen, ne? Jedes Mal auf eine neue Standsteuerung einstellen. Ich hasse das einfach. Oh. Ah ja, okay, alles klar. Nee, nicht auf mich zukommen. Ich gehe mal unter den Tisch. Ich glaube, das ist keine gute Position. Glaube ich eigentlich auch nicht, aber was anderes habe ich hier nicht, ne? Hier hinter vielleicht? Oh, oh je. Fuck. Aber gut, hier unten, hier hinter stehe ich, glaube ich, besser als. Der ist über uns, glaube ich. Irgendwo in einem Lüftungsschacht. Also. Ja, das kann er ja von mir aus. Vielleicht philosophiert er mit Axel. Na, ich sehe nur Morph. Alter, habt ihr den Trailer gesehen zu Alien Covenant? Wie großartig er ist. Ah, schon wieder Strom. Alle sind wieder am Haten, wie das Alien aussieht, aber ich find's fetzig. Ja gut, so sieht das für mich nur mal aus, hätte ich jetzt gesagt, ne? Ja, es gibt ja schon verschiedene Formen und Arten. Aha! Ah, guck mal. Aber jetzt passiert irgendwas. Ich wette es mit dir. Der kreuzt bestimmt unseren Weg jetzt gleich. Ah, siehst du, sag ich doch. Ich glaube, er ist noch in den Schächten. Axel. Ah, ich will's nicht riskieren, ehrlich gesagt. Hinterher heißt es, oh, der Pieper, der ist ja ein Noob, der kriegt ja gar nichts geschissen. Ich habe Outlast durchgespielt, das war auch heftig. Machst du mal erstmal Bartpflege? Ja, ja, muss sein. Das Alien läuft irgendwo anal, sagt Hümi. Oh, wo ist er? Gucken. Kommt er jetzt hier rein? Nee, oder? Ach, der ist in den Schächten. Ja, aber der springt mir gleich hundertprozentig vor die Füße, Alter. Ich sag's dir. Hier, da vorne, da ist so ein scheiß Kackschacht, wo der rauskommen kann. Scheiß Kackschacht. Ich hab dich im Blick, Digga. Wäre so geil gewesen, hätte ich direkt links neben dir gestanden. Ich hab dich im Blick. Rechts! Zu dem Dings erst! Ja, ja, stimmt. Genau. Du machst mich fertig. Fokus! Du machst mich fertig. Jetzt. Ja, warte, ich will nur die. Ah, es ist bestimmt da drin jetzt und jetzt können wir es totkühlen. Das wäre schön. Das wäre echt schön, aber ich glaube leider nicht. So, jetzt können wir die Kühlsysteme vielleicht aktivieren, oder? Ah, ja, herstellen, hallo, E, ich drücke E. Buddy sagt, ich wünsche mir das so sehr, aber der Trailer für Prometheus war auch großartig und der Film war eher so meh. Irgendwie nicht. Fehlt noch was? Geht immer noch nicht? Was passiert da nichts? Weil ich drücke hier drauf und ich glaube, ich bin einfach nur doof. Was 90% aller Probleme immer. Warte, können wir bitte aktivieren für optimale Zustand herstellen? Ja. Nochmal E? Ja. E. Ich drücke E. Da steht E. Auswählen. Ich drücke es, aber es passiert nicht. Okay. Marci ist mein Zeug. Gibt es noch bei den anderen Sachen, bei Freigeben und so, noch irgendwas? Also, schauen wir nochmal gerade. Ich glaube, beim ersten Mal nur ein Textdokument. Bei Private. Warte, ich muss dir gleich hier zum Marshall bla bla bla. Okay, nächste, freigeben. Achso, nee, also die da meine ich. So, dann gehen wir mal frei, da ist nix. Audio ist auch nichts. Kühlsystem aktivieren ist auch nichts. So. Was sagt denn Tab überhaupt? Ah, da hätten wir uns drin verstecken können übrigens. Tab sagt, wir sind hier im richtigen Bereich. Finden Sie ein Medikit, okay. Gut, wir sollen auch nicht. Ah, warte mal, die Tür hier ist offen. Vielleicht sollen wir da mal reinschnuppern. Ich glaube, irgendwer in diesem Raum hat gerade hart abgefurzt. Ah, Speicherstation. Da. Ach, da. Geil ist auch immer, wenn du sagst, riechst du einfach nach Popcorn und dann richtig entziehen lassen. Ne?
Dann nehmen erstmal alle eine Nase. Oh, und dann, oh. Böse Menschen sollen ja sowas machen, habe ich gehört. Pixarin sagt, du hast gepupst. Nein, ich würde sowas nicht machen. Ich benehme mich. Ich würde mich damit ja in einer Aufnahme verewigen. Das muss ja nicht sein. In einer Form, die... Furzen finde ich immer lustig. Weil es halt einfach so lustig ist, dass so ein Geräusch aus unserem After kommt. Das muss man sich mal einfach so überlegen. Ich meine, so. War sie abends unter der Dusche philosophiert? Grüner Knopf. So, jetzt können wir richtig hart verkabeln. Start-Neuverkabelung. So, was machen wir denn? Schachzugang. Das, okay, das müssen wir aktivieren. Das, so, das wir aktivieren das. Jetzt kommt das Alien rein. Großartig. Da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten sie okay. Jetzt müssen wir eher durch den Schacht, weil der müsste jetzt offen sein. Okay. Tendiere ich mal stark. Ja. Aber das Alien haben wir gerade rausgelassen aus dem Schacht. Da ist es, ja. In dem Nebenraum. Hallo. Sieht es uns? Pass auf. Ich will es mal nicht jinxen, ja? Jinxen. Okay, es geht raus. Ja. Und geht zu uns. Warte mal, kann man hier irgendwo? Nee, ne? Scheiße. Das ist jetzt natürlich beschissen. Ah, nee, es ist... Es ist da immer noch. Da ist er noch, der geht da wieder rein. Das Gute ist, es ist jetzt so nebelig, weil wir die Luftreinigung ausgestellt haben. Das heißt, es sieht uns nicht mehr so gut. Vielleicht können wir uns einfach jetzt so an dem Ausgang vorbei, an der Tür vorbei. Oh, der hat gerade einen Satz nach vorne gemacht. Das ist vielleicht kein gutes Zeichen. Ach, Digga, verarsch mich doch jetzt nicht hier. Der geht ja immer wieder rein. Ich glaube, wir müssen da draußen herlaufen. Ja, das mache ich ja jetzt. Ich habe das Gefühl, der sieht mich immer wieder. Oh, jetzt kommt er. Zumindest ist er gerade rausgegangen. Aus der Räumlichkeit. Ah, jetzt ist er in den hinteren Raum, glaube ich, ne? Oder? Ich würde es mir wünschen. Ich hoffe es auch. Obwohl wir da auch irgendwie hin müssen. Ja, wir müssen ja nur bis da. Bis der Schacht. Ganz hinten durch. Nee, da in der Mitte. Ja, okay. In der Mitte. Das schaffen wir. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Ich hoffe es, ich hoffe es. Oder ist es im Schacht? Ja, das wäre scheiße. Schacht! Oh Gott! Atze, rette mich! Führe mich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Nee, da hoch, ist richtig. Oh. Ja, ich guck mich immer um. Vielleicht liegt da ja was. Man weiß ja nie. Zum Beispiel Axel. Oh Gott. Und dann gehen wir down. Schrank. Oh. Geh mal in den Schrank, geh mal in den Schrank. Ja, ich bin auf dem Weg. So, direkt geradeaus durch, sagst du? Ja. Ist hier irgendwo eine Speicherstation? Das wäre schön. Auf der Karte wird jetzt gerade keine gezeigt. Die Karte weiß überhaupt nicht, wo wir sind, ey. Aber ich tippe mal auf Schacht hier mit ihm. Deswegen riskiere ich es jetzt mal. Wir sind wahrscheinlich immer noch voll, ne? Ja. Also nur für Schrott, für andere Dinge, die nehmen wir noch auf. Oh, er hat richtig gelitten. Okay, wir müssen, bei der nächsten Speicherstation ist diese Aufnahmesession durch. Wird mir gerade gesagt aus der Regie. Ich schau mal gerade eben ganz fix, dass wir auch gleich eine finden. Alleine für meinen Seelenheil. Das ist auf jeden Fall ein Schrank. Hygiene Area. Der wird schon mal mein Freund. Ich hoffe, wir müssen nicht unbedingt Gebrauch von ihm machen. Aber warte mal, der zeigt mir doch. Oder ist das das Alien? Nee, der zeigt mir an, dass ich dahin muss. Ja. Ja, da geradeaus durch. Alles klar, erstmal links. Ja, dann gehen wir da nochmal lang. Hier muss doch irgendwo eine Speicherstation sein. Ja, ich hoffe es. Aber es ist cool inszeniert. Hat der Loot für uns, der Typ hier? Loot! Eine Leuchtfackel. Seine Gedärme waren am Rumgedärmen. Hm, lecker. Da kriege ich Hunger auf eine Fastfood-Kette. Okay, geh mal da durch. Man hört ihn rumpeln. Da ist eine Karte. Die nehmen wir auch mal straight mit. Gewehr, 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 danke. So, jetzt verpissen wir mal an den Tisch und guck erstmal, ob hier irgendwas
Wir sind im richtigen Raum. Ah, da liegt er. Sensor. Ah, Sensor ist gut. Ja, jetzt brauchen wir noch das Medipack, ne? Warte mal. Auf Terminal greife ich gleich vielleicht zu. Musst du an den, genau, vielleicht musst du da an den. Zubehör? Oder Totenschein, Bericht. Ja. Hm, nee, nix. Huch, was mache ich denn da? So. Ich möchte diesen blauen Hippo hier mitnehmen. Ich weiß nicht warum, aber ihr sagt mir zu. Geht nicht, ist voll. Ja, aber wo ist denn hier jetzt ein Medipack? Weil ich meine, wir sollen in diesen Raum. Vielleicht ist es irgendwo in diesem Areal. Durchsuchen Sie bla bla bla. Nach Informationen. Information. Okay, wir brauchen Informationen. Vielleicht brauchen wir, also vielleicht, es muss der Computer sein. Dann greifen wir nochmal drauf zu. Dann gehe ich nochmal in den ersten hier rein, weil da war ich nämlich in Privat. Nein, da haben wir Patienten. Oh, sorry. Psychiatrie, Kanne trödelt. Arznei ist leer. Jegliche erste Hilfe und Medizinvorräte von sind nun bei Ihnen oder anderswo auf der Station. Ich hoffe, Sie gucken Morley. An Lingard. Ja. Okay. Alles bei Lingard. So, das bedeutet, was. Das hier ist leitende medizinische Offizierin Dr. Lingard. Da sind wir gerade drin hier. Personalkombüse? Nee, Sicherheit. Sonst ist ja nicht. Da stand doch bei Lingard, ne? Kannst du nochmal in den Text gehen, bitte? Ja. Nachricht an Lingard. Bei deren Rückkehr, die Patienten auf der Traumastation wurden bestmöglichst für den Transport stabilisiert. Bevor Waits hier alles abriegelt, ich gehe nach oben zur Psychiatrie und sehe zu, dass keiner trödelt. Die Arzneiausgabe ist jetzt leer. Jegliche Erste Hilfe und Medizinvorräte von San Cristobal sind nun bei Ihnen oder anderswo auf der Station. Ach so, super. Also irgendwo hier. Wahrscheinlich dann in Sicherheit, rechts nebenan. Denke ich auch mal fast. Ach. So. Dann gehen wir direkt rechts geradeaus durch, alles klar. Wow. Oh. Ja, klar, dass man wieder einen Umweg gehen muss. Danke. Hat das Alien angelockt? Aha, es rennt weg. Es kommt irgendwo her. Ja, ich hoffe nur nicht hierher. Ich höre es. Ja. Oh. Warte mal, kann er von daher kommen? Von links? Nee, es kann auch hier sein. Ja, da tippe ich auch mal. Ja, da müssen wir auch lang. Scheiße. Oder wir gehen in. Wir gehen jetzt mal da rein in den Raum, verstecken uns irgendwo. Oder warte mal. Oder in die Personalkombüse vielleicht rein, dass wir hier einmal so durchgehen. Können wir auch, ja. Wir auch versuchen wir das mal. Ja, dann ist auf jeden Fall das Medipack im Sicherheitsraum. Mhm. Definitiv. Wenn wir da schon so abgehalten werden, da hinzugehen. Das ist ruhig, aber ich will. Ja, ich will mal hier links rein, ob hier was zum Saven ist. Scheiße. Shit. Was ist das denn hier? Schrott, toll. Okay, es kommt. Rechts ist es. Ja. Ganz langsam aber. Ah, jetzt aber mit ein bisschen. Der Speed. Oh. Gut, dass hier reingegangen. Okay. Oh! Mach das Piep aus! Ja. Verpiss dich, hier gibt's nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Dankeschön. So, er ist jetzt nach links. Aber er ist da noch. Jetzt ist er weg. So. Ja, Junge, lass mich doch mal in Ruhe, Mann. Ich hab dir nichts getan. Nicht bewegen. Geh weg. Hopp. So, warte mal, er ist nach links und nach rechts gegangen. Das heißt, ich gehe jetzt geradeaus komplett durch. Ach, geht ja gar nicht, oder was? Ja, da war da was. Ach, scheiße. Bei ihm. Ach, hier. Okay. Ja, wir gehen jetzt links. Ich glaube, es funktioniert jetzt. Wenn er da noch ist, dann geh in den Schrank. Aber ich glaube, er ist weg. Oh, no, 90. Ja, nee, der ist links. Der ist links. Aber wir müssen da lang. Der geht bestimmt jetzt weiter. Ja, pass auf, warte mal. Ich stelle mich mal einmal in den Schrank rein. Der
ist ja schön weit weg, aber der ist genau da, wo wir hinwollen. Ja, aber er kann ja hier dann weitergehen. In alle Richtungen. Oh, ich dachte gerade, ich hasse dieses Geräusch, wenn du den Schrank aufmachst. Voll. Ich glaube, es sieht gut aus. Okay, ich gehe nochmal in den Schrank. Der Schrank ist dann da. Ja, jetzt kommt er nochmal wieder, glaube ich. Oh, ey, das ist aber auch immer in solchen Momenten nichts zum Speichern in der Nähe. Ich sehe es schon kommen. Ey. Habt ihr alle Daten auf dem Computer gelesen? Ja, ich gehe davon aus. Da stand, dass wir irgendwo auf der Station die Sachen suchen sollen. Oh, er ist rechts. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut für uns. Oh, und er entfernt sich immer weiter. Perfekt, sehr schön. Der Apparillo hier ist echt mal besser Freund, muss ich schon sagen. Ne? Hier war richtig, oder? Jo, sieht gut aus. Ja, bitte. Oh, ich habe das zum Speichern gesehen, aber ich glaube, da komme ich noch nicht dran, oder? Nein! Da wäre unsere Erlösung. Vielleicht ist hier auch noch eine? Nee, ne? Hier ist nichts mit Erlösung. Warum ist das rot? Kann man das. Oh! Lieber einmal mehr als zu wenig. Ja. Oh. Der Rimi schreibt das ganz richtig. Das erste Mal das Alien sehen in dem Spiel war so nope, 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 nope. So much nope. Kill it with fire. Dann gehen wir in den Schrank. So, er ist jetzt hier rechts von mir irgendwo, aber ganz nah dran. Das AOE-Turnier war schon? Ja, das Turnier war schon. So, er entfernt sich immer weiter, das ist meine Chance. Wenn ihr nicht sicher seid, geht zurück zum Speichern, sagt Hümi. Ah! Ja, wir suchen gerade eine Speicherstation. Der war gut. Links lang kommen wir nicht und jetzt wieder links? Ah ja, da können wir speichern. Ah, guck mal. Wunder. Oh, oh, wir sind erlöst. Oh, ich bin noch nicht gestorben, ja. Noch nicht. Oh. Huh! Ah! Leck mir die Füße. Wir speichern. Leute! Das war die heutige Freitagsaufzeichnung von dem Horror-Gameplay. Wir sehen uns spätestens nächste Woche Freitag wieder. Wieder mit Mr. Pieper. Oh ja. Geht klar? Sicher.